Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Wir haben ja alle von dem geplanten Verkauf der Leopard-Panzer an Saudi-Arabien gehört. Und wir haben auch gehört, dass die deutsche Regierung da in eine sehr große Zwickmühle geraten ist, dass da sehr große Opposition herrscht im Hinblick auf diesen Verkauf. Und es war ja auch bislang so, dass Saudi-Arabien, das ja als ein sehr diktatorisches Land angesehen wird, kein Land war, das also jetzt unbedingt Waffen aus Deutschland erhalten sollte. Aber scheinbar hat sich das jetzt ein wenig geändert. Und wie wir ja wissen, spricht ja Geld große Bände. Aber ich dachte mir, weil ja nun Saudi-Arabien heute so oft in den Nachrichten erwähnt wird und wie wir das auch noch erkennen werden, in der Zukunft noch viel mehr in den Nachrichten erwähnt werden wird. Ich dachte mir, dass ich heute ein wenig einmal über Saudi-Arabien sprechen möchte, und zwar im Hinblick auf das, was uns die Bibel hierzu zu sagen hat. Viele wissen nämlich gar nicht, dass Saudi-Arabien sehr wohl in der Bibel häufig erwähnt wird. Interessant ist, dass es kaum Diskussionen darüber gibt, dass die Saudi-Araber die Nachfahren von Ismael sind. Ich werde Ihnen das noch gleich zeigen. Ismael war ja der Sohn, den Abraham durch die Magd der Sarah mit dem Namen Hagar geboren hat, erzeugt hat. Sie werden sich vielleicht daran erinnern, dass Gott ein Versprechen gegeben hatte an Abraham und Sarah, damals noch Abraham Sarai, dass sie einen Sohn haben würden. Und dass es dieser Sohn sein würde, an den das Versprechen gehen würde, das gelobte Land zu besitzen. Palästina, wie es heute heißt. Nun, Abraham und Sarah, die waren schon ziemlich alt. Und Sarah wurde nicht schwanger. Und da kam sie auf den Gedanken, dass der Abraham jetzt den Sohn nicht durch Sarah zeugen sollte, sondern durch Sarahs Magd Hagar, einer Ägypterin. Und das wurde dann auch so getan, also die Sarah hat es sogar vorgeschlagen, der Abraham ist darauf eingegangen, dann haben die dann den Sohn durch die Hagar gezeugt und der Sohn hatte den Namen Ismael. Nun, das war natürlich ein Zeichen von mangelndem Glauben, sowohl was den Abraham als auch was die Sarah anging, denn Gott hatte ihnen versprochen, sie würden einen Sohn zeugen, aber die haben gedacht, nun ja, es klappt also irgendwie nicht mehr mit uns, wir sind also zu alt, wir müssen eine andere Lösung finden. Man muss denen auch zugute halten, dass das damals eine Situation war, die ziemlich häufig angewandt wurde, auch von anderen, aber gleichwohl war es nicht das, was Gott wollte. Es war schlicht und ergreifend Ehebruch, auch wenn es Ehebruch war, wo alle Beteiligten daran beteiligt waren, in dem Sinne, dass sie das anerkannten. Gleichwohl war es in Gottes Augen Ehebruch. Wir lesen nun etwas Interessantes über Ismael, also den Sohn, den jetzt Abraham durch die Magd Hagar zeugte. Denn jetzt kamen Spaltungen auf in der Familie. Die Sarah, die wurde jetzt eifersüchtig auf die Magd. Die Magd meinte jetzt, sie sei etwas ganz Besonderes, weil sie den Sohn hatte. Und so lief jetzt die Magd davon mit dem Sohn Ismael. Und jetzt lesen wir einmal in Kapitel 16, was geschieht. Angefangen Vers 7. Aber der Engel des Herrn fand sie, also die Hagar, bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Wege nach Schur. Der sprach zu ihr: Hagar, Sarahs Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach: Ich bin von Sarai, meiner Herrin, geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr: Siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären. Also als die Magd jetzt weglief, da war sie zwar bereits schwanger, hatte den Sohn aber noch nicht hervorgebracht. Aber es würde so geschehen. Und so heißt es hier: Und dessen Namen sollst du Ismael nennen, denn der Herr hat dein Elend erhört. Und die Bedeutung des Wortes Ismael ist: Gott hört. Er wird ein wilder Mensch sein. Seine Hand wird wieder jedermann,
und jedermanns Hand wider ihn sein, und er wird wohnen all seinen Brüdern zum Trotz. Oder wie andere Übersetzungen das auch haben, er wird wohnen östlich von allen seinen Brüdern. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete: Du bist ein Gott, der mich sieht, denn sie sprach: Gewiss habe ich hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Und dann lesen wir in Vers 15, dass Hagar dem Abraham einen Sohn gebar, und Abraham nannte den Sohn, den ihm Hagar gebar, Ismael. Und Abraham war 86 Jahre alt, als ihm Hagar den Ismael gebar. Nun achten wir hier darauf, was gesagt wurde, was der Engel des Herrn, der Hagar, prophezeite. Er prophezeite ihr, dass sie einen Sohn gebären würde mit dem Namen Ismael, also Gott hört oder Gott hat erhört, dass er östlich aller von allen seinen Brüdern leben würde und dass er ein wilder Mann werden würde. Ein wilder Mann. Er würde gegen alle seine Brüder sein und seine Brüder würden gegen ihn sein. Nun, es gibt eine weitere Prophezeiung bezüglich Ismael im 17. Kapitel, 1. Mose 17 und Vers 20. Diese Prophezeiung ergeht direkt nun an Abraham von Gott. Und er sagt hier, also zunächst einmal, Ismael ist nicht von mir anerkannt als der erstgeborene Sohn. Das war also nicht so, wie ich das gesagt habe oder gedacht habe, sagt Gott, du wirst einen Sohn gebären. Und den wirst du in der Tat Isaak nennen. Und das soll dein erstgeborener Sohn sein. Aber jetzt sagt er in Vers 20, und für Ismael habe ich dich auch erhört. Siehe, ich habe ihn gesegnet und will ihn fruchtbar machen und über alle Maßen mehren. 12 Fürsten wird er zeugen und ich will ihn zu einem großen Volk machen. Oder zu einer großen Nation, wie andere Bibel es übersetzen. Also der Ismael, der würde 12 Söhne haben, oder auch 12 Prinzen, wie es gesagt wird, und er würde zu einer großen Nation werden. Nun, das ist wichtig zu verstehen. Er würde nicht zu 12 großen Nationen werden, wie einige das im Internet so darstellen, falsch darstellen. Das ist nicht das, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, er würde eine Nation werden, eine große Nation, aber er würde gleichzeitig auch 12 Söhne haben. Und wie wir sehen werden, ist das genau eingetreten. Nun, die meisten sagen uns und erkennen auch an, dass heute die Saudi-Araber die Nachfahren des Ismael sind. Dass die große Nation, von der in der Bibel die Rede ist, Saudi-Arabien darstellt. Es gibt natürlich auch andere arabische Nationen, das ist richtig. Aber die Hauptprophezeiung, die sich auf Ismael bezieht, auf die Nachfahren von Ismael, erstreckt sich auf Saudi-Arabien. Ich möchte Ihnen kurz hier ein paar Zitate vorlesen aus einigen Kommentaren. Da heißt es nämlich zum Beispiel, dass die Wagner New Encyclopedia im 13. Band geschrieben hat, dass die Muslime sich selbst als die Nachfahren Ismaels ansehen. Die Zandafan Pictorial Bible Dictionary hat es gesagt, dass alle Araber für sich den Anspruch erheben, von Ismael abzustammen. Die Universal Jewish Encyclopedia sagt ebenfalls, dass sich die Araber als die Nachfahren von Ismael verstehen. Nun, wie verhält es sich jetzt mit den 12 Söhnen? Das ist auch wichtig zu begreifen, denn die Bibel hat einige Prophezeiungen, wo sie nicht unbedingt jetzt Ismael benennt, sondern einen der 12 Söhne. Oder sogar auch die Magd Hagar, also die Mutter des Ismael. Und wenn man die Bibel richtig verstehen will, muss man also auch verstehen, welche Söhne hier angesprochen werden. Die waren also alle Teil der Nachfahren des Ismael. Nun, die werden in 1. Mose Kapitel 25 beschrieben. 1. Mose Kapitel 25, angefangen Vers 12. Denn schauen Sie, Gott hatte ja gesagt, dass der Ismael 12 Söhne haben würde. Und genau das ist eingetreten. In 1. Mose 25, angefangen in Vers 12, da lesen wir, dies ist das Geschlecht Ismaels, des Sohnes Abrahams, den ihm Hagar gebar, die Magd Sarahs aus Ägypten. Und dies sind die Namen der Söhne Ismaels, nach denen ihre Geschlechter genannt sind.
der erstgeborene Sohn Ismaels, Nebajot. Dann Kedar. Nun, Kedar, eine sehr wichtige Persönlichkeit, die oft in der Bibel nachher erwähnt werden wird. Kedar, also der zweitgeborene Sohn. So, dann Adbel, Mibsam, Mishma, Duma. Duma auch wiederum eine Persönlichkeit, die des Öfteren erwähnt werden wird in der Bibel. Massa, Hadad, Thema, wiederum jemand, der erwähnt werden wird. Jetur, Nafish und Kedma. Das sind die Söhne Ismaels mit ihren Namen nach ihren Gehöften und Zeltdörfern, 12 Fürsten nach ihren Stämmen. Und das ist das Alter Ismaels, 137 Jahre. Und er verschied und starb und wurde versammelt zu seinen Vätern. Und sie wohnten von Havila an bis nach Shur, östlich von Ägypten. Schauen Sie, östlich von Ägypten, nach Assyrien hin. So ließ er sich nieder, all seinen Brüdern zum Trotz, oder östlich von all seinen Brüdern. Genau das, was prophezeit worden war, würde geschehen. Ich möchte hier nicht auf alle diese Söhne jetzt eingehen. Darauf kommen wir noch zu sprechen, wenn wir uns die Schriftstellen näher anschauen, die davon reden. Aber wie gesagt, Kedar wird erwähnt. Und wie gesagt, andere werden also auch erwähnt, die wichtig sind, wie zum Beispiel Duma, Nafish und Thema. Nur als allgemeine Weisheit hier, das Wort für Kedar bedeutet machtvoll. Das Wort für Duma bedeutet schweigen. Das Wort für Nafish bedeutet zahlreich. Thema, sonnenverbrannt. Und dann wird auch noch Jetur erwähnt, und das wird nicht unbedingt uns erklärt, was dieser Name bedeutet. Also diese Söhne waren die Söhne von Ismael. Aber Ismael war, und das ist jetzt wichtig zu verstehen, nicht die Person, an die die Verheißungen Gottes ergehen würden. Die Verheißungen, das gelobte Land zu besitzen. Diese Verheißungen ergingen an Isaak, den, wenn man so sagen will, legitimen Sohn von Abraham und Sarah. Isaak. Und der Isaak gebar dann den Jakob. Und dessen Name wurde zu Israel umgenannt. Also die Verheißungen ergingen an Israel. Und wie wir wissen, hatte Jakob oder Israel einige Söhne. 12. Da waren Josef darunter, da waren Ruben darunter und natürlich andere bekannte Söhne. Nun, hier kommt ein kolossaler, katastrophaler Irrtum zutage. Und die meisten Kommentare verstehen einfach nicht, und die meisten Theologen und die meisten Geschichtsschreiber verstehen einfach nicht, dass wenn die Bibel von Israel spricht, meistens sogar noch vom Hause Israel, damit in keinster Weise die Juden gemeint sind. Schauen Sie, heute spricht man von Israel, dem Staat Israel im Nahen Osten. Und die meisten gehen davon aus, dass damit das Israel gemeint ist, was hier in der Bibel beschrieben steht. Und das ist, wie ich sagte, ein katastrophaler Irrtum. Ich habe gerade ein Buch gelesen, das eigentlich sehr gut war, das die Geschichte von den Juden und den Arabern beschreibt und die Verhältnisse, die da stattgefunden haben. Aber auch dieser Autor macht den katastrophalen Fehler, dass er jetzt Bibelstellen zu Rate zieht, die sich auf das Haus Israel beziehen und sie falsch anwendet auf die Juden. Um das eben kurz zu erklären. Das ist nicht unbedingt jetzt der Gegenstand meiner heutigen Predigt, da muss ich noch näher darauf eingehen in zukünftigen Predigten, aber ich will das kurz hier einmal hier sagen. Der Jakob, dessen Name zu Israel umgenannt wurde, der hatte 12 Söhne. Nur einer seiner Söhne hatte den Namen Juda. Und da kommen die Juden von her. Alle anderen Söhne sind keine Juden. Schauen Sie, nachher, die Söhne waren alle zusammen. Und dann unter David war es ein großes Königreich, das also von Israel oder Jakob abstammte. Und dann kam sein Sohn Salomo. Aber nach seinem Sohn, nach dem Tode des Salomo, als dann der Sohn des Salomo die Herrschaft übernahm, kam es zu einer Reichsspaltung. Und das gewaltige Reich, das David und Salomo aufgebaut hatten, wurde gespalten in zwei verschiedene Reiche. Das Nordreich und das Südreich. Das Nordreich wurde bekannt als das Haus Israel mit der Hauptstadt Samaria. Das Südreich wurde bekannt als das Haus Juda mit der Hauptstadt Jerusalem. Schauen Sie, Juda oder die Juden und dann auch die Leviten und ein Teil der Benjaminiten, die
machten jetzt das Haus Juda aus. Das Haus Israel bestand aus all den anderen Nachfahren der Söhne Jakobs, die nie Juden waren, nie Teil hatten an dem Haus Juda. Später lesen wir, dass sogar das Haus Israel gegen das Haus Juda kämpfte. Wir lesen dann, dass das Haus Israel durch die Assyrer in die Versklavung geführt wurde. Das Nordreich hörte auf zu existieren. Nun, eine gewaltige Anzahl von Millionen von Menschen kann natürlich nicht ohne weiteres verschwinden. Und so müssen die irgendwo heute noch zu finden sein. Aber es kehrte dieses Haus Israel, dieses Nordreich, die Israeliten des Nordreiches, die kehrten niemals nach dem gelobten Land zurück. Die verschwanden von der Bildfläche der Geschichte. Was das Haus Juda anbelangt, die existierten noch weiter eine gewisse Zeit, bis auch die in die Versklavung geführt wurden durch die Babylonier, durch König Nebukadnezar. Aber dann kehrten die später aus Babylon nach Jerusalem, nach Juda zurück. Unter Cyrus, dem persischen König Cyrus, der erlaubte den Juden zurückzukehren nach dem gelobten Land, Jerusalem wieder aufzubauen. Zunächst bauten sie die Stadtmauer wieder auf und dann bauten sie den Tempel und dann errichteten sie wiederum Jerusalem. Das wird alles in den Büchern Esra und Nehemia oder Nehemia beschrieben. Also die Juden, das Haus Juda, schauen Sie, aus den Juden, aus den Leviten und aus Teilen von Benjamin bestehend, die kehrten nach dem gelobten Land zurück. Das Haus Israel kehrte niemals zum gelobten Land zurück. Die zogen nachher westlich nach Europa und haben sich vielfach in Europa niedergelassen, dann auch in England und letztendlich in Amerika. Das muss man verstehen, wenn die Bibel vom Haus Israel spricht, sind damit nicht die Juden gemeint, ist damit nicht der Staat Israel im Nahen Osten gemeint. Die Juden wissen selbst, dass diejenigen, die heute im Staat Israel leben, ein Bruchteil ist nur von den Nachfahren des Hauses Israel und Juda. Es war das Haus Juda, zu dem Jesus Christus kam, als sie im gelobten Land waren. Aber Christus sagte auch, ich muss auch meine Nachfolger, also meine Apostel, auch zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel senden. Schauen Sie, das waren nicht die Juden, das wusste Christus, das wussten die Apostel. Und wir lesen auch in der Geschichte, dass nachher die Apostel zu diesen Gebieten gingen, von denen ich eben sprach, dass sie in Europa tätig wurden, dass sie in England tätig wurden. Wichtig ist zu verstehen, dass Gott die Prophezeiungen bezüglich der Besitznahme des gelobten Landes an Israel erlassen hat. Also an das gesamte, die gesamten Nachfahren von dem Jakob. Das beinhaltete natürlich die Juden, das beinhaltete natürlich Benjamin und Levi, aber es eben beinhaltet auch die anderen Stämme des Hauses Israel. Die haben die Besitznahme noch nicht eingenommen. Sie werden sie auch nicht einnehmen, bis Jesus Christus zurückkommt. Die Bibel zeigt uns deutlich, dass wenn Jesus Christus zurückkommt, er dann die Nachfahren des verlorenen Hauses Israel zusammen mit den Nachfahren des Hauses Juda in das gelobte Land bringen wird. Diejenigen, die übrig geblieben sind in dem gewaltigen, schrecklichen Krieg, der prophezeit ist, der vorausgesagt ist. Einige werden übrig bleiben, nicht sehr viele zunächst einmal. Schauen Sie, auch das ist etwas, was die meisten Menschen heute nicht wahrhaben wollen. Die Tatsache nämlich, dass Jesus Christus gesagt hat, dass kurz vor seiner Wiederkunft es zu einem solchen weltweiten Krieg kommen wird, einem nuklearen Atomkrieg. Dass wenn diese Tage nicht verkürzt würden, kein Mensch würde am Leben bleiben. Das heißt sogar in der Bibel, kein Fleisch würde am Leben bleiben, was sogar auch Tiere mit einschließen würde. Aber Christus sagt, um der Auserwählten willen werden diese Tage verkürzt werden. Aber es wird eine schreckliche Zeit sein. Die Bibel nennt diese Zeit die große Trübsal oder die große Drangsal. Und er sagt seinen Auserwählten, und wenn Sie ein Auserwählter sein wollen, dann hören Sie gut zu. Er sagt ihnen, wachet und betet, dass ihr stark werdet, diesem, was kommen wird, zu entfliehen. Also von diesen Tagen, vor diesen Tagen beschützt zu werden und vor dem Menschensohn zu stehen, wenn er zurückkommt. Er sagt aber auch, dass es gewaltige Verführung geben wird zu dem Zeitpunkt. Religiöse Verführung. Eine solche religiöse Verführung, liebe Freunde, dass Christus sagt, wenn womöglich sogar die Auserwählten
verführt werden. Also meinen Sie nicht, Sie seien dagegen gefeit. Verführung wird kommen. Verführung ist schon lange da. Um auf Ismael zurückzukehren. Schauen Sie, auch da besteht große Verführung. Denn, wie ich gerade sagte, die Prophezeiung Gottes an Abraham wurde ausdrücklich weitergegeben an Isaak, nicht an Ismael. So sagt es die Bibel. Mit anderen Worten, die Israeliten, und da gehören natürlich die Juden mit hinzu, sie sind es, die den Herrschaftsanspruch, die den Besitzanspruch haben im Hinblick auf das gelobte Land, auf Palästina, nicht die Araber. Aber wissen Sie, der Koran hat das alles umgemodelt, hat das alles umgedreht. Wenn Sie den Koran lesen, da wird auf einmal gesagt, ja, Gott hat diese Verheißung, dieses Versprechen an Ismael gegeben, nicht an Isaak. Und deswegen beanspruchen jetzt die Araber den Besitz des gelobten Landes. Und daher kommen die Konflikte her, die wir heute im Nahen Osten haben. Beide Teile, die Israeliten, zumindest die Juden, die dort leben jetzt, und die Araber, beanspruchen den Besitz des gelobten Landes aufgrund ihrer religiösen Schriften. Es wird ja sogar auch im Koran einiges mehr noch gesagt, dass angeblich Abraham und Ismael viele Dinge zusammen getan haben. Und es wird total widerlegt oder total abgestritten, dass ja Abraham, wie wir noch sehen werden, Hagar und damit auch Ismael fortgeschickt hat. Aber auch das ist alles so geschrieben worden, um natürlich einen gewissen Anspruch der Araber zu rechtfertigen. Aber dieser Anspruch entspricht nicht dem, was die Bibel sagt, wenn sie der Bibel glauben wollen. Wie ich sagte, die Bibel macht deutlich, dass Saudi-Arabien zu dieser großen Nation werden würde, die also die Nachfahren sind, hauptsächlich von Ismael. Es ist interessant, dass heute Saudi-Arabien ja ein islamisches Land ist. Nun, die waren nicht immer schon ein islamisches Land, aber sie sind heute ein islamisches Land. Anfänglich waren sie scheinbar zu einem gewissen Grade Anbeter des wahren Gottes, des Gottes Abrahams. Aber dann hat der Islam seinen Einzug gehalten und so ungefähr im Jahre 600 nach Christus wurde der Islam die Staatsreligion dessen, was wir heute Saudi-Arabien nennen. Und wir wissen ja auch, dass die heilige Stadt Mekka, wenn ich jetzt sage heilige, dann meine ich das im Hinblick auf das, was die Araber sagen, die heilige Stadt Mekka und die zweitheilige Stadt Medina, die liegen ja alle in Saudi-Arabien. Und jeder gute Moslem, der muss ja einmal in seinem Leben nach Mekka gepilgert sein. Die sogenannte verbotene Stadt, also diejenigen, die keine Moslems sind, die haben ja gar keinen Zutritt dazu. Wenn Sie in den früheren Jahren mal oder auch heute noch Karl May gelesen haben, dann wissen Sie sehr viel darüber zu finden, was er über Mekka schreibt, was er über überhaupt Saudi-Arabien schreibt, was er über den Mahdi schreibt. Denn es gab zu allen Zeiten Menschen, die von sich vorgaben, sie seien der Mahdi, der Befreier, der islamische Befreier von allen anderen Religionen, unter anderem auch des Christentums. Also Mekka ist die heilige Stadt, zu der jeder einmal hin muss, der ein guter Moslem sein will. Und um jetzt nach Mekka zu gelangen, muss man zunächst einmal ein Einreisevisa von der saudi-arabischen Regierung erhalten. Sonst kommen Sie erst gar nicht dahin. Also Sie sehen bereits daher schon, was für eine gewaltige Rolle auch im religiösen Bereich Saudi-Arabien heute spielt. Mekka gilt auch als der Geburtsort von Mohammed. Und wie ich sagte, Medina, die zweitheilige Stadt. Jerusalem interessanterweise, die natürlich auch, oder das natürlich auch im Koran eine Rolle spielt, gilt aber nur als die drittheiligste Stadt, also die kommt nach Mekka und Medina. Nun, wir wissen auch aus der Geschichte, dass der Kedar, also dieser zweitgeborene Sohn von Ismael, der ist an und für sich der Vorfahre von Mohammed. Denn der Kedar, der starb so im Jahre 1840 vor Christus und seine Nachfahren haben letztendlich dann zu Mohammed geführt, und zwar ungefähr so 21 Generationen später.
Und der Mohammed, der lebte ja von 570 bis 632 nach Christus. Der Mohammed, also der Begründer des muslimischen Glaubens, war also ein Nachfahre von Kedar. Und das sagen uns alle Araber auch, also da gibt es gar keine Frage darüber. Er war also ein Nachfahre von Kedar, dem zweitgeborenen Sohn von Ismael. Nun, was ist geschehen, historisch gesehen, wenn es jetzt hier um Saudi-Arabien geht? So ungefähr im 16. Jahrhundert befand sich die Majorität der Araber unter der Herrschaft des Ottomanischen Reiches. Also die ottomanischen Türken hatten ja damals große Teile der Bezirke dort sich einverleibt. Und so waren also auch die meisten Araber der arabischen Länder, waren also jetzt unter der Herrschaft, man könnte sagen der Diktatur, der ottomanischen Türken. Und wir hatten ja bereits über die Türkei gesprochen und haben festgestellt, dass in der Bibel die Türkei mit Edom identifiziert wird. Aber das jetzt nur nebenbei. Während des Ersten Weltkrieges kämpften die ottomanischen Türken oder das Ottomanische Reich zusammen mit Deutschland und Österreich-Ungarn gegen Großbritannien. Es war zu dem Zeitpunkt, dass die Briten jetzt die arabischen Stämme dazu bewegen wollten, gegen die Türken zu rebellieren. Und wenn Sie den Film von Lawrence von Arabien gesehen haben, da wird das so alles mehr oder weniger da berichtet. Und so war es im Jahre 1916, dass Hussein ibn Ali sich als den König der Araber proklamierte. Weil also jetzt die Araber bereit waren, gegen das Ottomanische Reich zu rebellieren, versprachen die Briten denen ihre Unabhängigkeit nach dem Ersten Weltkrieg. Aber das sollte nicht so passieren. Nun, wie wir wissen, ein Sieg entstand im Ersten Weltkrieg gegen Deutschland, gegen Österreich-Ungarn und gegen die Türkei. Aber die Araber erhielten trotzdem ihre Unabhängigkeit nicht, denn jetzt waren es die Briten und die Franzosen, die jetzt die arabischen Länder unter sich aufteilten. Also zunächst einmal waren die Ismailiten, möchte man einmal sagen, unter der Herrschaft der Türken. Und jetzt waren sie auf einmal unter der Herrschaft der Briten und der Franzosen. Wir lesen auch, dass im Zweiten Weltkrieg viele der Araber, nicht alle, aber viele der Araber, mit den Deutschen sympathisierten gegen die Franzosen und die Briten. Und man kann sich vielleicht auch vorstellen, warum das geschehen war. Schließlich kam es aber doch zu der Unabhängigkeit der arabischen Länder. Zunächst einmal wurde der Irak unabhängig, und zwar im Jahre 1932. Dann wurde Syrien und Libanon unabhängig im Jahre 1941. Dann Transjordanien oder auch das Ostjordanland genannt im Jahre 1946. Schließlich Ägypten im Jahre 1951. Auf Arabien eingehend lesen wir und erfahren wir, dass König Ibn Naid von Saudi-Arabien im Jahre 1932, das Reich von Saudi-Arabien gegründet hat. Nun, ursprünglich war es nicht so reich, dieses Reich, aber dann fand man dort Öl. Und jetzt ist Saudi-Arabien eines der reichsten Länder der Welt, aufgrund dieses gewaltigen Ölvorkommens, was man dort gefunden hat. Und viele Nationen der Welt sind abhängig geworden von Saudi-Arabien, weil die das Öl brauchen, weil die das Öl wollen, was Saudi-Arabien hat. Wir müssen auch sagen, dass Saudi-Arabien der sunnitischen muslimischen Glaubensrichtung anhängt. Sie wissen ja vielleicht, dass der Islam zwischen, oder vielmehr, was man heute so den Islam nennt, zwei verschiedene Strömungen hat. Zum Beispiel im Christentum gibt es die katholische Kirche, gibt es die evangelische Kirche. So gibt es im Islam die Sunniten und die Schiiten. Nun, Saudi-Arabien ist hauptsächlich sunnitisch. Und der König von Saudi-Arabien hat sich klar als den Befürworter und den Schützer, würde ich einmal sagen, des sunnitischen Glaubens innerhalb des Islam ausgesprochen. Wie ich sagte, im Jahr 1938 hat man dort Öl entdeckt. Und so ist heute, wie ich sagte, Saudi-Arabien eine der reichsten Nationen im Nahen Osten. Und wir lesen, dass ungefähr 75% des nationalen Wirtschaftseinkommens in Saudi-Arabien eben aus dem Verkauf von Öl
hervorgeht. Nun, das war so ein bisschen ein Hintergrund, ein geschichtlicher Hintergrund über das, was man so von Saudi-Arabien weiß. Aber jetzt kehren wir ein wenig zu dem zurück, was die Bibel sagt. Nun, wir wissen vielleicht, dass ungefähr 13 Jahre nachdem Ismael geboren worden war, der Isaak geboren wurde. 13 Jahre später. Und Gott hat jetzt Abraham gesagt, dass alle die männlichen Nachfahren, die alle die männlichen Sklaven und auch die Freien, die also jetzt im Besitz von Abraham waren, inklusive seiner Söhne, die sollten jetzt beschnitten werden. Und so wurde jetzt der Isaak am 8. Tage beschnitten. Und der Ismael wurde auch beschnitten, aber der war bereits 13 Jahre alt, als dieses Gebot von Gott erging. Und so ist es interessant, dass heute auch die Araber nach wie vor ihre Söhne beschneiden, wenn sie 13 Jahre alt sind. Zurückgehend auf das, was hier in der Bibel geschrieben steht und was scheinbar auch der Koran dann übernommen hat. Nun, wie sieht es geschichtlich aus? Was sagt uns die Bibel so über Ismael, die Nachfahren von dem Ismael? Da finden wir vielleicht einige interessante Bemerkungen und auch Erzählungen, die Ihnen sehr bekannt sein dürften, die aber vielleicht in Ihrem Sinne nicht unbedingt mit Ismael im Zusammenhang standen. Schauen wir uns einmal zunächst 1. Mose 37 an. Das ist die berühmte Erzählung von Josef. Josef, der von seinen Brüdern an Ägypten verkauft wurde. Die Brüder, die waren ja eifersüchtig auf Josef. Josef war der Lieblingssohn von Jakob und seiner Frau. Der letzte Sohn war ja noch nicht geboren. Aber die anderen Brüder, die waren eifersüchtig auf ihn und die wollten ihn jetzt verkaufen. Aber schauen Sie, wie das hier geschrieben steht. In 1. Mose Kapitel 37, angefangen Vers 27. Da hatten sie ihn zunächst einmal in eine Grube geworfen und jetzt kam eine Karawane daher. Nun, wenn Sie Kamai gelesen haben, wie ich sagte, da werden Sie viel über Beduinen lesen, die eben Karawanen hatten und haben. Und so lesen wir hier, dass jetzt der Judah, interessanterweise, zu seinen Brüdern sagt, ja, was hilft es, dass wir unseren Bruder töten und sein Blut verbergen? Vers 27, kommt, lasst uns ihn den Ismaelitern verkaufen, damit sich unsere Hände nicht an ihm vergreifen, denn er ist unser Bruder, unser Fleisch und Blut, und sie gehorchten ihm. Und als aber die midianitischen Kaufleute vorüberkamen, zogen sie ihn heraus aus der Grube und verkauften ihn um 20 Silberstücke den Ismaelitern. Und die brachten ihn nach Ägypten. Nun, hier werden zwei verschiedene Völkerstämme aufgeführt. Zunächst einmal die Ismaeliter, also die Nachfahren von Ismael. Und dann werden hier auch midianitische Kaufleute erwähnt, also diese Karawane bestand scheinbar aus beiden. Nun, die Midianiter waren keine Araber in dem Sinne. Die Midianiter stammten von der Nebenfrau des Abraham ab, der Ketura. Und wenn Sie das nachlesen wollen, das finden Sie im 1. Buch Mose, Kapitel 25 und Vers 2. Also die Midianiter, die stammten von der Nebenfrau des Abraham ab. Als nämlich dann die Sarah starb, da hat der Abraham noch einmal geheiratet und hat jetzt die Ketura geheiratet. Wenn ich sie sage Nebenfrau, in dem Sinne, dass in Gottes Augen lediglich Sarah als die Frau des Abraham angesehen wurde. Also diese Midianiter und die Ismaeliter, die waren hier zusammen und haben also jetzt den Josef gekauft und haben ihn dann in Ägypten verkauft. Und wir lesen das auch in Kapitel 39 und in Vers 1. 39 und Vers 1, wo es heißt, Josef wurde hinab nach Ägypten geführt und Potiphar, ein ägyptischer Mann, des Pharao Kämmerer und Oberster der Leibwache, der kaufte ihn von den Ismaelitern, die ihn hinabgebracht hatten. Interessant, wenn man sich das vorstellt, dieser Zwiespalt, der bestehen würde, die ganze Geschichte hindurch zwischen den Nachfahren von Israel und den Nachfahren von Ismael, der kommt hier schon zum Ausdruck. Denn der Josef war ja ein Sohn von Israel. Und hier sind es die Ismaeliter, die den als einen Sklaven nach Ägypten verkaufen. Und Sie kennen ja die Geschichte dann von Josef, der dann aufgrund seiner Gerechtigkeit ins Gefängnis geworfen wurde und dann aber die Träume hatte, dem Pharao mitteilen konnte, dass Ägypten eine schwere Hungersnot haben würde. Und letztendlich kamen dann alle die Nachfahren von Israel oder Jakob mit den Söhnen. Die kamen also alle dann nach Ägypten und haben sich dort niedergelassen, bis dann Israel dort starb. Aber bevor er starb,
da segnete er die Söhne von Josef. Der Josef hatte nämlich zwei Söhne in Ägypten geboren, Ephraim und Manasse. Und der Jakob, dessen Name nun Israel war, der segnete die und er adoptierte sie. Er sagte, mein Name soll auf ihnen ruhen, eine Floskel, die andeutet, dass hier eine Adoption stattfand. Und er segnete diese beiden Söhne von Josef. Und er sagte denen, der eine, der wird zu einem großen Volk werden und der andere, der wird zu einer Menge von Völkern werden. Im Englischen einem Commonwealth von Völkern und Nationen. Und so haben wir heute immer noch das britische Commonwealth. Die Nachfahren des Hauses Ephraim. Und dann haben wir die große Nation, die Nachfahren von Manasse. Und die finden wir heute in den Vereinigten Staaten von Amerika. Und wir müssen also verstehen, wenn heute die Bibel von dem Haus Israel spricht und vielfach auch von Prophezeiungen, die sich direkt auf Ephraim beziehen oder auf Manasse, wer damit gemeint ist. Die meisten lesen darüber hinweg und meinen, es bezöge sich auf die Juden, es bezöge sich auf die Israeliten im Staate Israel. Das ist keineswegs der Fall. Die haben mit den Juden gar nichts zu tun. Wie ich sagte, die Juden stammen von Juda ab, einem der Söhne von Jakob. Aber der hatte viele Söhne. Auch das nur nebenbei erwähnt. Kehren wir jetzt zu Ismael zurück. Da finden wir eine sehr interessante Stelle im 1. Buch Chronik. 1. Buch Chronik, Kapitel 27. 1. Buch Chronik, Kapitel 27 und in Vers 30. Da wird nämlich ein Ismaelit zu einem Vorsteher über gewisse Dinge eingesetzt. Schauen Sie, über was der vorsteht. Da heißt es nämlich, er würde vorstehen über die Kamele. Schauen Sie den Zusammenhang wiederum, die Araber, Kamele. Das wissen wir heute auch alles noch. Also es ist an sich keine große Überraschung, wenn wir heute sagen, dass Saudi-Arabien Nachfahren des Ismael sind. Wenn man das erst einmal begriffen hat, machen diese Stellen auch sehr viel Sinn und die Geschichte natürlich auch. Schauen wir uns eine Stelle im Buch Richter an. Richter, Kapitel 8. Auch hier wird etwas sehr Interessantes gesagt über die Ismaeliter. Richter, Kapitel 8 und in Vers 24. Da geht es um Gideon, also einem Israeliten. Der Gideon, der sprach zu ihnen, eins begehre ich von euch, jeder gebe mir die Ringe, besser übersetzt Ohrringe, die er als Beute genommen hat. Denn weil es Ismaeliter waren, hatten sie goldene Ohrringe. Also scheinbar war die Tatsache, dass damals Ohrringe getragen wurden von Männern, keineswegs selbstverständlich. Es wird hier besonders erwähnt, dass es Ismaeliter waren, Araber, die goldene Ohrringe trugen. Scheinbar hatten die anderen Menschen eben damals keine goldenen Ohrringe getragen. Und auch ich muss heute sagen, so nebenbei bemerkt, dass meines Erachtens ein Mann keine Ohrringe tragen sollte. Auch in der modernen Zeit muss man ja davon ausgehen, wenn man die Geschichte sich anschaut, wo die Idee von Männern herkam, die Ohrringe tragen würden. Und wie gesagt, Sie werden das wohl verstehen, was ich damit meine. Es ist einfach heute nicht angebracht, dies zu tun. Nun, mittlerweile tun es sehr viele, so als Schmuckstück oder wie auch immer. Aber wie gesagt, wir sollten uns doch dem anpassen, was so die Bibel vorschreibt und uns zeigt. Und ich gehe keineswegs davon aus, dass zum Beispiel Jesus Christus Ohrringe getragen hat. Aber auch hier wird das deutlich erwähnt. Die Ismaeliter, das waren die, die goldene Ohrringe trugen und auch heute wohl noch tragen, wenn man sich so die Araber anschaut. Zur Zeit des Salomo waren die Araber, die Ismaeliten, berühmt für ihren Reichtum. Also die waren damals schon sehr reich, wurden dann im Laufe der Geschichte wieder arm, wurden zu Beduinen, zu Nomaden, wie wir noch sehen werden, und haben natürlich jetzt wieder den Reichtum erlangt durch diese gewaltigen Ölvorkommen. Aber schauen wir uns einmal hier im Buch 1. Könige eine Stelle an, im 10. Kapitel. 1. Könige, Kapitel 10 und Vers 15. 1. Könige, Kapitel 10 und Vers 15. Fangen wir mit Vers 14 an, um den Zusammenhang zu sehen. Es geht hier um den gewaltigen Reichtum von Salomo. Da heißt es, und das Gewicht des Goldes, das für Salomo in einem Jahr ankam,
Das war 666 Zentner. Außerdem, was von den Händlern und vom Gewinn der Kaufleute und von allen Königen Arabiens und von den Statthaltern kam. Nun, was kam genau von den Königen, den Prinzen, den Herrschern Arabiens? Nun, 2. Chronik, Kapitel 9 und in Vers 14, da wird etwas mehr darüber noch gesagt. 2. Chronik, Kapitel 9 und Vers 14. Auch hier wiederum Vers 13, um den Zusammenhang zu sehen, da heißt es, und es war das Gewicht des Goldes, das Salomo in einem Jahr gebracht wurde, 666 Zentner, außerdem, was die Händler und Kaufleute brachten, Vers 14, auch alle Könige der Araber und die Statthalter brachten Gold und Silber zu Salomo. Also ihr Reichtum bestand in Gold, ihr Reichtum bestand in Silber und die haben dann so gewisse Abgaben an Salomo gebracht. Wir sehen hier in diesem Zusammenhang eine freundschaftliche Beziehung zwischen den Arabern und den Israeliten. Denn Salomo war ja nach wie vor der Herrscher über das gesamte Haus Israel und Juda. Also hier gab es mal eine freundschaftliche Beziehung, aber in den meisten Fällen war die Beziehung nicht sehr freundschaftlich. Aber eine weitere freundschaftliche Beziehung finden wir vorübergehend in 2. Chronik Kapitel 17. 2. Chronik Kapitel 17 und in Vers 11. Auch hier geht es wiederum um einen König von, in diesem Falle Israel, dem König Josaphat oder Josaphat. Und da lesen wir in 2. Chronik 17 und Vers 11. Sogar einige von den Philistern brachten Josaphat Geschenke und Silber als Abgabe. Auch die Araber brachten ihm 7.700 Widder und 7.700 Böcke. Also die hatten nicht nur Gold und Silber, die hatten auch hier in diesem Falle Widder und Böcke, die sie also als Abgabe an den Josaphat brachten. Wir lesen auch sehr viel über die nomadische Natur der Araber. Wir lesen zum Beispiel im Psalm 120, und schauen wir uns diese Stelle kurz einmal an, über die Zelte von Kedar. Nun, die Zelte von Kedar, wir haben ja gesehen, Kedar war der zweitgeborene Sohn von Ismael. Und wie ich sagte, vielfach, wenn von Arabien die Rede ist, wird dann auch von den Söhnen gesprochen, die dann damit identifiziert werden. Im Psalm 120 und in Vers 5. Psalm 120 und Vers 5. Wehe mir, sagt hier der Psalmist, dass ich weilen muss unter Meschech. Ich muss wohnen bei den Zelten Kedars. Nun, das geht hier um eine Gefangennahme der Israeliten und Juden. Und die waren hier scheinbar als Gefangene in den Zelten Kedars. Also die Zelte Kedars sozusagen hatten hier Macht ergriffen über den Autor der Psalmisten und diejenigen, über die der Psalmist da sprach. Also hier werden die Zelte Kedars erwähnt. Wir finden dies auch im Hohelied. Das Hohelied ist ja von Salomo geschrieben worden. Hohelied Kapitel 1 und Vers 5, eine interessante Andeutung über die Natur der Ismaeliten. Da heißt es, ich bin braun, sagt also jetzt hier die Sulamit, ich bin braun, aber gar lieblich, ihr Töchter Jerusalems, wie die Zelte Kedars, wie die Teppiche Salomos. Also hier wiederum wird der Ausdruck gebraucht, die Zelte Kedars, um eben die nomadische Natur der Araber zum Ausdruck zu bringen. Wir finden hier eine interessante weitere Stelle im Buch Jesaja, Kapitel 13. Jesaja Kapitel 13 und in Vers 20. Jesaja Kapitel 13 und Vers 20. Da heißt es, es geht hier um den Untergang von Babylon. Damals noch der alten Stadt Babel, die zerstört werden würde. Aber diese Stelle hat auch durchaus eine dualistische Bedeutung. Denn schauen Sie, im Buch der Offenbarung wird ja auch von einem Babylon gesprochen, einer Stadt. Aber es geht nicht um das altertümliche Babylon zur Zeit hier von Jesaja. Das war ja dann zu dem Zeitpunkt, als Johannes schrieb, das war schon längst nicht mehr da. Babylon, das ja ursprünglich im Irak gelegen war. Es geht auch um ein modernes Babylon, das noch kommen wird, das bereits schon existiert, das aber gewaltige Macht haben wird über alle Völker. Aber hier geht es hier um dieses altertümliche Babel.
Und so heißt es nämlich in Vers 19, so soll Babel, das Schönste unter den Königreichen, die herrliche Pracht der Chaldäer, zerstört werden von Gott wie Sodom und Gomorra. Dass man hinfort nicht mehr da wohne, noch jemand da bleibe für und für, dass auch Araber dort keine Zelte aufschlagen, noch Hirten ihre Herden lagern lassen. Und das ist ja, wie wir wissen, genauso geschehen. Der Saddam Hussein, der wollte ja das alte Babylon wieder neu aufbauen. Und dann durch den Irakkrieg ist da natürlich nichts draus geworden. Und dieses alte Babylon in Irak wird auch keineswegs wieder aufgebaut werden. Denn die Prophezeiungen der Bibel beziehen sich ja auf ein modernes Babylon, das mit dem alten Babylon in Irak überhaupt gar nichts zu tun hat. Aber hier wird auch wiederum der nomadische Charakter der Ismaeliten, der Araber, beschrieben. Wiederum geht es um die Zelte. Und die würden sogar noch nicht einmal ihre Zelte dort aufschlagen, wo einmal Babylon, das alte Babel, gewesen war. Nun, im Buch Jeremia, ich bringe hier keine Entschuldigungen vor, aber wir sollten uns trotzdem diese Stelle einmal ansehen, denn Gott sagt hier sehr plastisch und drastisch und dramatisch, wie er so hier die Araber beschreibt. Er spricht aber hier von den Nachfahren des Hauses Israel. Also der Vorwurf gilt an die Nachfahren des Hauses Israel. Aber gleichwohl stellt er hier einen Vergleich an. Jeremia Kapitel 3, angefangen Vers 1. Und er sprach, wenn sich ein Mann von seiner Frau scheidet und sie geht von ihm und gehört einem anderen, darf er sie auch wieder annehmen? Ist es nicht so, dass das Land unrein würde? Du aber hast mit vielen gehurt und wolltest wieder zu mir kommen, spricht der Herr. Es geht also darum, hier um eine geistliche Ehe natürlich. Die Tatsache, dass also sich Israel und Juda von Gott abgewandt hatten, hatten andere Götter angenommen und wollten jetzt wieder zu Gott zurückkommen. Er stellt also jetzt diese Frage, ist das möglich? Nun, die Antwort ist, natürlich kann bei Reue jemand, der von Gott abgefallen ist, wieder zu Gott zurückkommen. Aber ja, Gott zeigt hier, was für eine gewaltige Untat Israel und Juda damals begangen haben. Aber jetzt hören wir uns an, wie es weitergeht. Vers 2. Hebe deine Augen auf zu den Höhen und sieh, wo du allenthalben dich preisgegeben hast. An den Wegen sitzt du und lauerst auf, sieh, wie ein Araber in der Wüste. Und machst das Land unrein mit deiner Hurerei und Bosheit. Ich will nicht mehr dazu sagen, als nur zu sagen, dass also hier wiederum auch der nomadische Charakter der Araber beschrieben wird. Alles andere überlasse ich ihrer Fantasie. Und die Bibel beschreibt also wiederum jetzt die Nachfahren von Ismael in dieser Weise, obwohl heute eigentlich so der nomadische Charakter natürlich ins Hintertreffen geraten ist, wenn man sich das Land Saudi-Arabien anschaut. In gewisser Weise besteht er nach wie vor. Aber natürlich sind die natürlich auch jetzt mehr in Städten zu finden und so weiter und so fort. Aber so werden eben die Ismaeliten in der Bibel beschrieben. Wie ich sagte, die Beziehung, die eben zurückgeht auf die Situation unter Abraham und Sarah und Hagar und Ismael und Isaak, die Situation zwischen diesen beiden Völkerschaften war eigentlich immer schon eine nicht sehr schöne gewesen. Nicht unbedingt eine freundliche. Lesen wir einmal 1. Korinther Kapitel 5, als damals die Israeliten das gelobte Land einnahmen. Und zwar alle Israeliten. Aber wie wir ja wissen, nachher wurden sie wieder aus dem gelobten Land vertrieben, aufgrund ihrer Sünden. Und obwohl das Haus Juda zurückkehrte ins gelobte Land, ist das Haus Israel niemals zurückgekehrt. Und wird es auch nicht, bis Jesus Christus zurückkommt. Aber hier, als damals die ursprüngliche Einnahme stattfand, da lesen wir, wer jetzt gegen wen kämpfte. 1. Chronik, Kapitel 5 und Vers 19. Es heißt, und sie kämpften gegen die Hagariter und gegen Jetur, Naphisch und Nodab. Die Hagariter, das geht zurück auf Hagar, die Magd, die Mutter von Ismael. Und dann Jetur und Naphisch, wenn Sie sich vielleicht daran erinnern können, waren wiederum Söhne von Ismael, die also auch beschrieben wurden als einige der Söhne von Ismael. Also hier wiederum, die Israeliten kämpften gegen die Nachfahren Ismaels, als das gelobte Land eingenommen wurde. Und diese Kämpfe finden nach wie vor statt, dauern nach wie vor an. Und sie werden auch in der Zukunft weiter andauern. Wenn Sie sich gefragt haben sollten, warum es zu diesen Kämpfen im Nahen Osten kommt, hier sehen wir den Ursprung dieser Kämpfe. Dieser Hass, dieser Neid, der nach wie vor besteht zwischen diesen beiden Völkerschaften. Es geht alles darauf zurück. Wir finden eine weitere Stelle im 1. Chronik,
Kapitel 5 und Vers 10. 1. Chronik, Kapitel 5 und Vers 10. Da heißt es, und zu der Zeit Sauls führten sie Krieg gegen die Hagariter, und diese fielen durch ihre Hand, und sie wohnten in deren Zelten auf der ganzen Ostgrenze von Gilead. Also auch hier wiederum wird eine Situation beschrieben, wo es also Kriege gab zwischen diesen beiden Völkerschaften. Nun eine weitere Stelle im zweiten Buch Chronik. Denn wir dürfen auch eines nicht übersehen. Gott will natürlich keineswegs, dass wir heute Kriege führen. Die Bibel macht das deutlich. Gott ist absolut gegen Krieg. Wenn wir Christen sein wollen, dann können wir nicht zur Waffe greifen. Als damals Petrus das Schwert nahm, um Christus sogar gegen den illegalen Arrest verteidigen zu wollen und dabei dem Knecht Malchus, dem Knecht des Hohepriesters, das Ohr abschlug, scheinbar hatte Petrus nicht unbedingt nur nach dem Ohr gezielt, da sagte Christus zu ihm, stecke dein Schwert weg. Jeder, der zum Schwert greift, wird durch das Schwert umkommen. Schauen Sie, die Warnung ist klar. Wenn wir gewalttätige Männer und sogar jetzt auch Frauen sein wollen im Krieg, besteht die Gefahr, dass wir im Krieg umkommen. Von diesem Krieg, von dem ich eben sprach, diesem nuklearen weltweiten Krieg, man könnte sagen Weltkrieg Nummer 3, der noch kommen wird, der klar und deutlich prophezeit ist. Bei diesem Krieg wird es keine Sieger geben. Bei diesem Krieg werden alle Nationen verlieren. Der Einzige, der als Sieger auftreten wird, ist kein anderer als Jesus Christus selbst, der kommen wird, um dem Wahnsinn des Krieges ein Ende zu machen. Und man kann so viel davon reden, dass die Mächte des Bösen gegen die Mächte des Guten kämpfen müssen, wie das damals im Zweiten Weltkrieg immer behauptet wurde, die Alliierten, das waren die Mächte des Guten und die mussten natürlich gegen die Deutschen kämpfen, die Mächte des Bösen. Und so wird es dargestellt. Schauen Sie, in diesem zukünftigen Krieg, da gibt es keine Mächte des Guten. Da wird es nur Mächte des Bösen geben. Gott hält alle Nationen, die an diesem Krieg teilnehmen, egal wer es sein mag, verantwortlich. Verurteilt sie dafür. Und deswegen sagt uns Christus, wachsam zu sein, dass wir nicht irgendwie, selbst in unseren Gedanken, an diesen Entwicklungen teilnehmen, die kommen werden. Gleichwohl muss man sagen, der Mensch hat sich dazu entschieden, Kriege zu führen. Ursprünglich war das keineswegs Gottes Absicht. Selbst als damals die Israeliten das gelobte Land einnahmen, war es nicht nach der Absicht Gottes, dass dies durch Krieg geschehen würde. Gott hat denen gesagt, ich will für euch kämpfen, ich will die Dinge in Gang bringen. Ihr werdet stille sein, ihr werdet euren Frieden behalten. Aber gleichwohl heißt es, dass Gott die Kriege der Welt steuert, in dem Sinne, dass er zusieht, dass wenn der Mensch Krieg führt, die Kriege einen gewissen Ausgang haben, der seinem Plan entspricht. Denn nichts geschieht, was gegen Gottes Willen geschieht. Gott lässt Kriege zu, er will nicht, dass der Mensch Krieg führt. Aber er sieht aber auch zu, dass die Prophezeiungen, die er gegeben hat, dann auch so erfüllt werden, wie er das will. Und so lesen wir eine interessante Stelle im ersten Buch, im zweiten Buch Chronik, im 21. Kapitel und in Vers 16. Hier ging es um eine Situation, wo Gott sehr gegen Israel war. Ich spreche jetzt von dem Haus Israel und auch von dem Haus Juda, weil die sehr gegen ihn gesündigt hatten. Und da heißt es jetzt, und der Herr erweckte gegen Joram den Geist der Philister und Araber, die neben den Kuschitern oder den Äthiopiern wohnen. Also hier sah Gott jetzt zu, dass ein Krieg geführt werden würde, der seinem Willen entsprach, der den Ausgang dessen hervorbringen würde, was er wollte. Und wir werden auch in der Zukunft sehen, und das wird deutlich im Buch Jesaja beschrieben, dass Gott den Geist des zukünftigen Königs von Assyrien, dem Herrscher Deutschlands, wer immer das sein wird, erwecken wird, um Krieg zu führen gegen das moderne Haus Israel, gegen Amerika und gegen England. Nun, Deutschland wird das nicht alleine tun. Es geht um die Vereinigten Europäischen Nationen, aber es wird unter deutscher Führung geschehen. Gott nennt das Haus Israel, die Vereinigten Staaten von Amerika heute und Großbritannien ein gottloses Volk. Das sage nicht ich, das sagt die Bibel. Und Gott will
die Amerikaner und die Briten aufwecken. Nun, es wird höchstwahrscheinlich bei den meisten nicht zu einer Auferweckung kommen in dem Sinne. Aber Gott wird zunächst einmal die Europäische Union dazu gebrauchen. Aber, wie es so oft geschieht, die schießen über ihr Ziel hinaus. Die verstehen sich keineswegs als Werkzeuge Gottes. Und Gott sagt, und jetzt will ich dann auch an euch und euch für eure Ungerechtigkeit bestrafen. Also wie ich sagte, keiner der Nationen, die an diesem zukünftigen Krieg teilnehmen werden, die werden gerecht sein. Die werden alle ihre Strafe erdulden müssen. Und wie wir in einer weiteren Predigt sehen werden, sagt Gott es klar und deutlich. Sein Zorn wird über alle Nationen dieser Welt ergossen werden, weil keine den wahren Gott der Bibel anbetet. Keine der Nationen so lebt, wie Gott es vorschreibt. Weil alle abgewichen sind, alle abgefallen sind von dem wahren Gott, wie er in der Bibel identifiziert wird. Aber schauen wir hier eine weitere Stelle. Im 2. Chronik, Kapitel 22. 2. Chronik 22, die Verse 1 bis 3. Es geht hier wiederum die gottlose Regierung eines israelitischen oder jüdischen Königs. Da heißt es hier, und die Einwohner von Jerusalem, also geht hier jetzt wieder um das Haus Juda, die machten Ahasja, Jorams jüngsten Sohn, zum König an seiner Stadt. Denn die streifende Rotte, die mit den Arabern ins Lager gekommen war, hatten die älteren Söhne alle erschlagen. Also da war keiner mehr übrig geblieben. Die Araber wiederum, die Ismaeliten unter anderem, die hatten also jetzt gegen die Juden gekämpft und hatten die in dieser Manier von streifenden Rotten in dem Sinne besiegt, dass die alle die Söhne des Königs getötet hatten. Und so mussten die jetzt den jüngsten Sohn zum König machen. Darum heißt es hier, wurde Ahasja König, der Sohn Jorams, des Königs von Juda. 22 Jahre alt war er, dieser Ahasja, als er König wurde. Und er regierte ein Jahr zu Jerusalem, also keine lange Regierungszeit, warum wohl nicht? Seine Mutter hieß Atalja, die Tochter Omris. Auch er wandelte in den Wegen des Hauses Ahab. Nun, Sie haben sicherlich alle von Ahab gehört, einem der schlimmsten und übelsten Könige von Juda. Der war mit der Isabel verheiratet, eine sehr schlimme Frau. Wenn Sie den Film Moby Dick einmal gesehen haben oder das Buch gelesen haben, der wird ja auch von diesem König oder diesem Ahab beschrieben, da diesem Kapitän. Das war ein anderer. Aber es geht hier auf diesen Ahab zurück. Der Ahab, ein ausgesprochen übler Charakter. Und dieser war hier ein Nachfahre, dieser Sohn, der war hier ein Nachfahre des Hauses Ahab. Nun, da konnte man nicht allzu viel erwarten. Denn seine Mutter hielt ihn dazu an, gottlos zu sein. Also hier war es sogar jetzt die Mutter, die da verschuldet war an diesen Dingen. Und die sich daran verschuldete. Also hier wird wiederum dieser König jetzt beschrieben. Der wird jetzt König von den Juden. Aber hier waren es wiederum die Araber, die zunächst einmal alle anderen Königssöhne getötet hatten. Also solange wie Juda gottlos war, solange wie Israel gottlos war, da konnten die nicht unbedingt erwarten, dass Gott denen half. Aber es gibt eine Stelle in 2. Chronik, Kapitel 26, da geht es hier um einen gerechten König. Einen gerechten König von Juda. Interessant ist, dass nach David und Salomo es keinen einzigen König des Hauses Israel gegeben hat, laut Bibel, der gerecht war. Nicht einen. Aber es waren ein paar Könige im Hause Juda vorhanden, die gerecht waren. Auch nicht allzu viele. Aber ein paar gab es. Und dieser König hier, von dem ich jetzt sprechen möchte, der war gerecht. In 2. Chronik, Kapitel 26, Vers 1. Und da nahm das ganze Volk von Juda den Usia, der war 16 Jahre alt. Und sie machten ihn zum König an seines Vaters Amasia statt. Vers 3, 16 Jahre alt war Usia, als er König wurde, und er regierte 52 Jahre zu Jerusalem, also weitaus länger als nur dieses eine Jahr. Und seine Mutter hieß Jecholja aus Jerusalem. Die wird hier jetzt positiv erwähnt. Scheinbar hatte sie einen positiven Einfluss auf ihren Sohn, der nur 16 Jahre alt war, als er König wurde. Vers 4, und er tat, was dem Herrn wohlgefiel, ganz wie sein Vater Amasja getan hatte. Und er suchte Gott, solange Zecharja lebte. Schauen Sie, der berühmte Prophet, der ja auch das Buch Zecharja geschrieben hat, der hat also jetzt die Aufgabe übernommen, diesen König zu unterweisen. Der unterwies ihn in der Furcht Gottes. Schauen Sie, und solange er den Herrn suchte, ließ es ihm Gott gelingen.
Wollen Sie Erfolg haben in Ihrem Leben? Haben Sie Erfolg in Ihrem Leben? Oder haben Sie nichts als Misserfolg in Ihrem Leben? Ich meine, sicherlich, wir alle haben mit Problemen zu kämpfen, darum geht es nicht. Aber wie sieht es im Großen und Ganzen aus in Ihrem Leben? Sind Sie erfolgreich oder sind Sie von Plagen und Misserfolgen umgeben? Hier ist ein Schlüssel. Solange er den Herrn suchte, ließ Gott es ihm gelingen, heißt es hier. Vers 6. Er zog aus und kämpfte gegen die Philister. Nun, das hätte er nicht tun sollen, aber damals war es gang und gäbe, Kriege zu führen. Und Gott hatte ihm dies noch nicht gezeigt. Es hat auch David sehr lange gebraucht, herauszufinden und zu erkennen, dass es falsch ist, Kriege zu führen. Also er zog jetzt aus und kämpfte gegen die Philister. Und er riss nieder die Mauer von Gad und die Mauer von Jabne und die Mauer von Ashdod und baute Festungen um Ashdod und im Philisterland. Schauen Sie Vers 7. Denn Gott half ihm gegen die Philister. Sogar im Krieg. Gegen die Araber, die in Gur Baal wohnten, und gegen die Meuniter. Also hier auch wiederum eine Beziehung wird dargestellt zwischen den Juden und den Arabern, die keine freundliche war. Und die Araber hatten scheinbar häufig jetzt Einfälle dann gegen die Juden vorgenommen. Aber in diesem Falle half Gott dem König von Juda, weil der eben gerecht war im Großen und Ganzen. Dem anderen König half er nicht. Da hat er sogar die Araber unterstützt, weil nämlich dieser andere König von Juda nicht gerecht war. Darauf kommt es an, meine Damen und Herren. Und wenn wir uns heute die Situation im Nahen Osten anschauen, dann müssen wir auch jetzt ganz eindeutig sagen, da findet man nicht unbedingt viele Gerechte. Egal, wo man hinblickt. Und Gott macht das ganz deutlich. Und das werden wir uns in der nächsten Predigt noch näher anschauen, was jetzt die Zukunft für Ismael und auch für Juda und auch für Israel sein wird. Was Gott uns zeigt, was geschehen wird in der Zukunft und warum. Und er zeigt uns aber auch die wunderbare Änderung, die die ganze Welt erleben wird, wenn Jesus Christus zurückkommt. Ich habe das schon des Öfteren gesagt, ich sage es nach wie vor. Diese ganzen Ideen, dass man heute durch die Politik Dinge verändern und verbessern könnte, die ist ja doch total illusorisch. Schauen Sie, wie weit wir gekommen sind mit unseren menschlichen Versuchen, eine bessere Welt zu erzeugen. Die Welt steht an dem Abgrund der totalen Vernichtung. So weit sind wir gekommen. Die Hoffnung ist Jesus Christus. Und Gott, der Vater, hat uns gesagt, und Jesus Christus hat uns gesagt, dass er zurückkommen wird. Er sagt, ich werde wiederkommen. Ich werde ein Ende machen dieser Wahnsinnstaten, die heute stattfinden auf dieser Erde. Und ich werde das Reich Gottes auf dieser Erde errichten, die Herrschaft Gottes auf dieser Erde. Denn zurzeit herrscht Gott über diese Erde keineswegs. Wir lesen, es ist Satan, der der Gott dieser Welt ist. Wir lesen, dass es Satan ist, der die Welt verführt hat, die ganze Welt. Er hat die Herrschaft über alle Nationen. Und er wollte diese Herrschaft in Jesus Christus übertragen, damals, als er ihn versuchte in der Wüste für 40 Tage. Und Christus hat dies natürlich abgelehnt. Er würde sich niemals der Herrschaft Satans unterstellen. Die meisten Menschen heute tun dies, ohne wirklich zu wissen, was sie tun. Ich hoffe, Sie sehen die Wahrheit im richtigen Licht. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.